Gegen 15.25 Uhr ein Alarm für die Feuerwehr Frankfurt. Es geht auf die Autobahn BAB5, Darmstadt Richtung Kassel, Höhe Schwanheim, Europabrücke. Dort brennt ein Bus komplett. Der Busfahrer, der keine Passagiere dabei hatte, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem er den Bus am Autobahnrand angehalten hatte. Die Feuerwehrkräfte begannen umfangreiche Löscharbeiten mit Wasser und Schaumlöschmittel und hatten wenig später das Feuer unter Kontrolle und dann gelöscht. Die zu Beginn weithin sichtbare Rauchsäule bedingte zahlreiche Anrufe bei Polizei und Feuerwehr. Glücklicherweise kamen auch hier keine Menschen zu Schaden.